Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen auch der Mitveranstalter dieser Reihe, die wir in Kooperation mit dem Heimat- und Geschichtsverein, dem Stadtarchiv Hildesheim und natürlich dem Institut für Geschichte mit dem Rahmen der Europagespräche veranstalten. Ich freue mich besonders, Ihnen heute einen geschätzten Kollegen aus Österreich, der Universität Wien, vorzustellen. Es handelt sich um Alfred Kohler, Jahrgang 1943, ein gebürtiger Wiener, studierte Geschichte und Geographie an der Alma Mater Rudolfina. Das Thema, das ihn 1967 zur Promotion brachte, trieb ihn schon um. Im Grunde, was wusste man über Afrika im 16. Jahrhundert? Promotion 1967 zu diesem Themenkomplex bei Günter Hammer. Schon seit 1969 war Kollege Kohler Universitätsassistent bei dem ebenso namhaft zu nennenden Professor Heinrich Lutz am Institut für Geschichte der Universität Wien. Es erfolgte 1980 die Habilitation für neuere Geschichte zum Thema anti-habsburgische Politik in der Epoche, das war eine Epoche, Karls des V., die reichsständische Opposition gegen die Wahl Ferdinand des I. zum römischen König und gegen die Anerkennung seines Königtums betreffend die Jahre 1524 bis 1534. Seit 1992 hatte Kohler die Professur, die ordentliche Universitätsprofessur für neuere Geschichte am Institut für Geschichte der Universität inne, für neuere Geschichte am IFG der Uni Wien. Er wirkte auch darüber hinaus als Studiendekan der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultät, wie man das dann zu nennen pflegte, und dann 2004 bis 2006 das umbenannt für die historisch-kulturwissenschaftlichen Fächer der Fakultät der Universität Wien. Herr Kohler ist Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, als korrespondierendes, aktives Mitglied. Er ist darüber hinaus Mitarbeiter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er ist mit der Edition der Reichsakten betreffend das Jahr 1530 beauftragt und er ist auch ein durchaus preisgekrönter Historiker. Er ist Träger des Wilhelm-Hartl-Preises der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Jahr 2010. Wenn man sich mit dem Werk von Alfred Kohler befasst, wird man feststellen, er ist auf der einen Seite ein Politikhistoriker, auf der anderen Seite aber auch schon ein Kulturhistoriker avant la lettre, avant der Konjunkturen von Kulturwissenschaften und Kulturgeschichte, schon von den Anfängen an. Biografiehistoriker, der es verstanden hat, eine große Biografie zu schreiben. Karl V. ist ein Thema. Karl V., eine moderne Biografie dieses Universalherrschers, eines der letzten Monarchen, der versucht hat, eine Universalmonarchie in Europa und über Europa hinaus zu schaffen und zu errichten. Alfred Kohler ist in diesem Sinne, mit Blick auf die Dimensionen über Europa hinausgehend, ein Makrohistoriker, so kann man ihn charakterisieren, so würde er sich auch selbst beschreiben. Ich darf die wichtigsten Publikationen nennen, gemeinsam mit seinem Lehrer Heinrich Lutz, das Reichstagsprotokoll des kaiserlichen Kommissars Felix Hornung vom Augsburger Reichstag 1555 mit einem Anhang, betreffend die Denkschrift des Reichsvizekanzlers Georg Sigmund Selt für den Augsburger Reichstag im Rahmen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dann die schon erwähnte Habilitationsschrift Anti-Habsburgische Politik in der Epoche Karls des V. und mit Blick auf den Ferdinand den I., die gegen die Wahl des Ferdinand des I. zum römischen König gerichtet war. Das ist im Rahmen der Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften erschienen 1982. Dann das Reich im Kampf um die Hegemonie in Europa, die Jahre 1521 bis 1648 in der Enzyklopädie Deutscher Geschichte Band 6 in München 1990 erschienen. Erwähnen darf ich ferner die Quellen
zur Geschichte Karls des V. Herr Kohler hat sich zuerst mit den Quellen beschäftigt, mit den Grundlagen der Forschung, um dann eben auch qualitativ, analytisch die Biografie Karls des V. in Angriff zu nehmen. Jene Biografie, die ich Ihnen jetzt hier nochmal zeige, ich lasse sie herumgehen, ein Standardwerk, ich würde sagen, eines der wichtigsten Werke zu Karl den V. Ich darf sagen, dritte durchgesehene Auflage war schon München 2001, in der Beck'schen Reihe 2005 erschienen. Man kann an diesem Buch nicht vorbei, wenn man sich mit der Rolle der Politik, der Biografie Karls des V. und dem letzten Versuch, eine Universalmonarchie zu schaffen, beschäftigen will, seriös, wissenschaftlich fundiert beschäftigen will. Darüber hinaus eine bemerkenswerte Studie zu Ferdinand I., 1503 bis 1564, Fürst, König und Kaiser. Wer sich mit der Geschichte der Habsburger Monarchie befassen will, kann auch an diesem Werk, an einem der wesentlichen Gründer der Habsburger Monarchie, nicht vorbei. Und wer sich mit der Entdeckung Amerikas und mit der Vita von Kolumbus befassen will, kann auch nicht an dem Werk von Alfred Kohler vorbei, nämlich Kolumbus und seine Zeit, München 2006. Hatte wissenschaftliche Kosten einer angesehenen Reihe der Geschichte der internationalen Beziehungen, einer Handbuchreihe, die von Kollegen Duchert und von Kollegen Knipping herausgegeben wird, das Werk Expansion und Hegemonie, eine Darstellung von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts von Alfred Kohler. Und Expansion und Hegemonie ist im Grunde zum gewissen Grad auch das Thema des heutigen Vortrages, aber nicht unerwähnt möchte ich lassen, von der Reformation zum Westfälischen Frieden, eine Monographie im Rahmen des Oldenburg-Grundriss der Geschichte, München 2011, und das jüngste, neueste Werk, das im letzten Jahr in Münster erschienen ist, betrifft den Titel unseres Vortrages, Neue Welterfahrungen, die neue Sicht, neue Sichten, neue Perspektiven auf die Welt im 16. Jahrhundert, eine Geschichte des 16. Jahrhunderts, und da sind wir im Grunde auch beim Thema. Es geht um diese neuen Welterfahrungen, es geht um Karl V. und auch Teil dessen, und das sind wir ein bisschen bei der Landesgeschichte, Regionalgeschichte, vielleicht auch ein bisschen Mikrogeschichte, die Hildesheimer Stiftsfeder. Sie sehen, auch Mikrogeschichte kann man mit der großen Makrogeschichte verbinden. Ich freue mich sehr, herzlich begrüßend wollend Alfred Kohler, Kollegen und Freund der Universität Wien, hier in Hildesheim. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind und das auch zu würdigen wissen. Herzlich willkommen, Ihnen gehört das Wort. Ihnen danke ich nicht nur für die Einladung nach Hildesheim, der ich gerne gefolgt bin, sondern auch für die sehr ausführliche und freundliche Einbegleitung. Bis heute fällt auf, dass noch immer jene Selbstverständlichkeit anzutreffen ist, den Blick allein auf die Geschichte Europas zu haben. Das gilt auch für andere Bereiche, wie zum Beispiel die Kunstgeschichte. Ich könnte auch noch andere aufzählen. Und das ist in Anbetracht der heutigen globalisierten Weltsituation doch eigentlich erstaunlich. Ich gebe schon zu, dass ich in den letzten Jahren meinen Blick für diese Diskrepanz geschärft habe, aber ich habe mich schon seit den 1960er Jahren, wie Herr Gehler schon erwähnt hat, für Außereuropa interessiert. Der globalen Dimension werden hingegen die von Michael Gehler und Robert Rollinger 2014 herausgegebenen zwei Teilbände im Umfang von 1762 Seiten mit dem Titel Imperium und Reiche in der Weltgeschichte, über epochengreifende und globalgeschichtliche Vergleiche. Das ist ein grundsätzlich anderer Zugang, der die bislang dominierende Konzentration auf die europäische Geschichte überwindet. Es ist ein Weltbezug ohne europäische Schlagzeile. Das ist mutig und einzigartig und verdient meines Erachtens hohe Anerkennung und Wertschätzung. Einige von Ihnen werden vielleicht wissen, und Herr Gehler hat es schon erwähnt, dass ich mich seit langem auf die frühneuzeitliche Geschichte spezialisiert habe,
was in meinen Forschungen und Publikationen zum Ausdruck kommt. Und das begann mit der Dissertation über das Afrika-Bild im 16. Jahrhundert, was auch schon erwähnt wurde. Bei der Überlegung, dem 16. Jahrhundert eine neuartige Darstellung zu widmen, habe ich mich für eine globalisierte Geschichte dieses Jahrhunderts entschieden. Denn in den letzten Jahren haben mich zwei Tatsachen immer wieder irritiert, die vor allem auch in den Lehrbüchern für den akademischen Unterricht anzutreffen sind. Erstens Zugangsweisen, die von flüchtigen, eurozentrischen Einbeziehungen anderer Kontinente geprägt sind, indem meist nur ein kurzer Blick auf die Ergebnisse der europäischen Expansion des 16. und 17. Jahrhunderts geworfen wird. Anhängselproblematik könnte man dieses Phänomen nennen. Damit war die einseitige Abwertung der außereuropäischen Weltregionen auch schon erfolgt. Zweitens, die Konzentration auf die Beziehungsfelder Wirtschaft und Handel in globalgeschichtlichen Darstellungen ohne ausführlichen Rückbezug, das scheint mir doch sehr wichtig zu sein, auf die politische Geschichte und das Eigenprofil der einzelnen Kontinente. Ferner ist von Interesse die mit der Sicht von außen verbundene Relativierung der europäischen Betrachtungsweise. Dabei ist eines offensichtlich, können Sie hier auch schon nachvollziehen, die Kartenmitte unserer Atlanten bestimmt, jedenfalls in Europa, seit langem und doch immer die Weltsicht der Europäer und dies in der Regel seit der Volksschule. Wir können das ja überprüfen anhand Ihres Werdegangs. Nämlich Europa und Afrika in der Mitte der Weltkarte, westlich davon, links, wenn man sagt links ist es eigentlich falsch, westlich davon Amerika, östlich von Europa Asien. Das waren schon die Perspektiven der antiken Geografie. Sie haben unten die ptolemäische Weltkarte, die rekonstruierte seit dem 15. Jahrhundert, Weltkarte eines Claudius Ptolemäus mit dem Nullmeridian bei den Insulae Fortunatae, den Kanarischen Inseln, also Ferro, Hierro, der alte Meridian, Nullmeridian, beginnend dieser Nullmeridian, der bis ins 19. Jahrhundert gültig gewesen ist, ehe Greenwich letztlich 1884 im Zuge der Washingtoner Internationalen Meridiankonferenz offiziell dem antiken Nullmeridian den Rang ablief, obwohl man noch im 20. Jahrhundert vom Ferro-Nullmeridian sprach. Sie sehen hier die Relativität der kartografischen Betrachtungsperspektiven. Das ist mir seit Jahren in Australien, in Sydney, voll bewusst geworden. Als ich Weltkarten entdeckte in einem Geschäft in Sydney, die Australien und Asien zum Mittelpunkt hatten. Im Übrigen hat die antike Geografie den Pazifischen Ozean sozusagen hinter dem Bild verschwinden lassen. Den gibt es ja gar nicht. Bedenken Sie das? Und das führte bekanntlich zur Fehldeutung und Fehleinschätzung eines Christoph Kolumbus. Die Experten haben dem gesagt, lieber Herr Kolumbus, das kann glaube ich nicht so sein, wie Sie sich das vorstellen. Aber seine Reise wurde trotzdem finanziert. Gott sei Dank, könnte man sagen, im Sinne der globalgeschichtlichen Zusammenhänge. Und erst im 18. Jahrhundert mit den Fahrten von James Cook sollte der Pazifik ins volle Bewusstsein der europäischen Eliten treten. Sie sehen, Karten sind kein objektives Abbild der Welt, sondern sind Konstrukte des Raumes. Das kann man, glaube ich, allgemein sagen. Nun, was erwartet Sie nun in meinem neuen Buch an Themen und Perspektiven? Der Titel soll zum Ausdruck bringen, dass es im 16. Jahrhundert in der Tat um neue Welterfahrungen, und ich lege Wert auf den Plural, ging oder geht, und zwar nicht nur für die europäischen Nationen und Staaten, sondern auch für die anderen Kontinente. Genauso für Asien, Afrika, Amerika. Australien gibt es noch nicht, das ist noch der riesige Südkontinent, der wird erst im 18. Jahrhundert entdeckt. Im Einzelnen geht es nun um folgende thematische Schwerpunkte und Perspektiven. Erstens, quasi als Vorspann und Erklärung der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert, um die Suche nach Reichtümern im Grunde in Asien, besonders seit dem Spätmittelalter.
Sie kennen alle Marco Polo, nicht nur vom Reiseunternehmen, von den Reiseführern, sondern vielleicht de facto, der in China war und der viel Wissen aus dem 13. Jahrhundert nach Europa gebracht hat. Damals waren die Mongolen Kaiser von China und anhand dieses veralterten Bildes hat sich Christoph Kolumbus über Asien informiert. Dann gehe ich in Kapitel 2 und 3 auf die kontinentalen Räume ein und analysiere die politisch-soziale Entwicklung in einzelnen Kontinenten. Viertens geht es um weltweite Handels- und Wirtschaftssysteme. Fünftens um Herrschaftssysteme, Imperien und Staaten. Sechstens um Religionen, Konfessionen, Lebenssysteme und Politik im globalen Vergleich. Siebtens um Elitenbildung, Medien und Wissenschaft im globalen Vergleich. Und zuletzt ziehe ich auch eine Bilanz bis heute, gebe einen kurzen Ausblick. Welche Konsequenzen ergeben sich nun aus diesen Perspektiven für die Darbietung des Stopfes? Nur ein Jahrhundert darzustellen hat den Vorteil der höheren Konzentration auf die auftretenden Phänomene und ihre Profilierung, aber zugleich den Nachteil, auf längerfristige Entwicklungen nur verweisen zu können. Im Kern geht es um eine europäische Geschichte des 16. Jahrhunderts im globalen Kontext, erweitert um die letzten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts, allerdings in einer neuartigen Weise, die über bisherige Versuche und Konzeptionen hinausgeht. Es geht nämlich nicht nur darum, einzelne epochenbedingte beziehungsweise expansions- und kolonialgeschichtliche Annexe zur europäischen Geschichte einzubringen, sondern weiter auszugreifen im Sinne von Analysen anderer Kontinente, ausgehend von einem Blick über Europa hinaus bis zu tiefergehenden vergleichenden Untersuchungen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Europa und in anderen Kontinenten und Regionen. Was heißt dies konkret? Die große Bedeutung der Handels- und Wirtschaftsgeschichte des 16. Jahrhunderts steht außer Zweifel. Sie war sicherlich in einem hohen Maße mitverantwortlich für die dynamische Entwicklung Europas im 16. Jahrhundert, nach innen wie nach außen. Doch darf die Konzentration auf diesen wichtigen Aspekt nicht dazu führen, die Bedeutung der politischen Geschichte zu unterschätzen. Denn Wirtschaft und Politik, beide Bereiche in einem umfassenden Sinn gemeint, sind eng aufeinander verwiesen. Dies zeigen nicht zuletzt die Erfahrungen der Gegenwart. Herrschafts- und Staatengeschichte und die Geschichte der internationalen Beziehungen sowie die Geschichte von Staat und Kirche, wie dies die Analyse der Reformation deutlich macht, wären in diesem Kontext vor allem zu nennen. Und das führt mich nun zu einem mikrohistorischen Aspekt, das ist die Hildesheimer Stiftsfehde für das 16. In diesem Jahr sind ja 1200 Jahre vergangen, das weiß auch ich, das nicht gesehen, dass das Bistum Hildesheim von König Ludwig dem Frommen gegründet worden ist. Im Laufe des Mittelalters bildete sich ein ausgedehntes Gebiet des Hochstifts aus, das im 16. Jahrhundert heiß umkämpft sein sollte. In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, also etwa vor 500 Jahren, kam es zu einer entscheidenden Veränderung der politischen Landschaft, die in die Regierungszeit Kaiser Karls des V. fällt. Es geht um die sogenannte Hildesheimer Stiftsfehde seit 1519, ausgetragen zwischen dem Hochstift Hildesheim bzw. den Bischöfen Johannes IV. Von Sachsen-Lauenburg, Balthasar Merklin, Otto IV. Von Holstein-Schaumburg und vor allem von Valentin von Detleben und den weltlichen Fürstentümern Braunschweig-Wolfenbüttel und Braunschweig-Kahlenberg. Meines Erachtens ging es zunächst um eine Fehde und diese noch dazu nach dem Fehdeverbot von 1495, aber da gibt es viele, gibt es andere Beispiele aus dem weiteren 16. Jahrhundert, die mit der lutherischen Reformation zunächst nichts zu tun hatte. Vielmehr handelt es sich um einen Konflikt um große Teile des Hochstifts, der mit der Inbesitznahme des größten Teils des Hildesheimer Stiftsgutes durch die Braunschweiger Herzöge endete. Die Restitution des Stiftsgutes machte Bischof Valentin von Detleben lange vor seinem Episkopat, Bischof war er von
1537 bis 1551 zu seinem wichtigsten kirchenpolitischen Anliegen. Für dessen Durchsetzung schien die Tatsache, dass Tettlingen häufig in Rom weilte, günstig zu sein. So erwirkte er vom sogenannten deutschen Papst Hadrian VI., im Grunde war er Niederländer und der Erzieher Gaudens V., bevor er Papst wurde, Adrian von Utrecht, im Oktober 1522, dass ein päpstlicher Kommissar die Herzöge Heinrich den Jüngeren und Erich von Braunschweig vorladen und vernehmen sollte. Diese Aufgabe fiel Tettleben selbst zu. Er sollte auf dem Nürnberger Reichstag gütliche Verhandlungen über das Stiftsgut und eine Verständigung mit den Braunschweiger Herzögen, den Stiftsständen und der Stadt Hildesheim versuchen. Diese Mission war aber nicht erfolgreich. Wenn man vermittelt, dann müssen beide Parteien wollen und dem Vermittler und seinen Ideen zustimmen. Aber Tettleben hat den Kampf um eine Restitution der Güter nicht aufgegeben. Auf dem Augsburger Reichstag 1530, und daher kenne ich eigentlich Valentin von Tettleben und die Literatur, die spezielle, die nicht so leicht greifbar ist und die auch gar nicht viele zu kennen scheinen, erlebte er die nächste Enttäuschung, Tettleben. Als Karl V. die Braunschweiger Herzöge mit dem Hildesheimer Stiftsgut belehnte und in seinem Reichstagsprotokoll 1530 spricht er wörtlich von einer perversa investitura. Er hat es den Kaiser fundamental kritisiert. Tettleben war ein Katholik, und ein ganz bewusster Katholik. Und Sie sehen, hier taucht auch der Gegensatz zwischen dem vom Kaiser in Anspruch genommenen Lehnsrecht und dem vom Papst vertretenen Kirchenrecht auf, der in der Folge immer wieder von Bedeutung sein sollte. So belehnte, könnte man sagen, Karl V. die Herzöge von Braunschweig mit okkupiertem Kirchengut. 1537 übernahm Tettleben ein nahezu mittelloses Bistum Hildesheim. Gott sei Dank hatte er persönliche Einkünfte als Mainzer Domkapitular. Der Tettleben war übrigens ein typischer Pfründenjäger der alten Kirche, was von den Reformatoren bekanntlich heftig kritisiert wurde. Und er war auch nicht immer am Platz, wo er Bischof war. Das wurde auch von den Reformatoren kritisiert. Er hat also seine pastoralen Aufgaben eigentlich nur zeitweise nach. Die Hildesheimer Querelen machen im Übrigen auch deutlich, dass der Norden Deutschlands keineswegs, wie oft behauptet, eine kaiserferne Region gewesen ist. Das stimmt zwar, aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Und dies kommt ganz besonders in dem 1528 in Burgos in Spanien ausgestellten kaiserlichen Wappenprivileg für die Stadt Hildesheim zum Ausdruck. Neu an diesem Wappen, jetzt würde ich kurz das Wappen brauchen. Ich wollte Ihnen nur das Hildesheimer Wappen zeigen. Nein, das nächste. Ja, das mit dem Wappen ist so eine Sache. Ne? Ja, ich erzähle Ihnen jetzt weiter das Wappen. Neu an diesem Wappen ist die Hinzufügung eines halben schwarzen, einköpfigen Reichsadlers, der typisch für zahlreiche Reichsstädte war. Allerdings hatten die Reichsstädte einen ganzen, einfachen Adler. Sie wissen, der mit zwei Köpfen, der gegen zwei Feinde zugleich kämpfen kann, könnte man sagen, das ist der Doppeladler, den der Kaiser für sich beansprucht. Einen einfachen Reichsadler, das ist meistens schwarz, haben die Reichsstädte, aber das ist nur ein halber. Aber das ist immerhin. Damit ist gesagt, Hildesheim ist zwar, hat nicht den Status einer Reichsstadt, aber auch nicht einer einfachen Landstadt. Ich kann über das Wappen jetzt nicht mehr sagen. Es gab hier, warum das zustande gekommen ist, es gab hier einen rührigen Bürgermeister in Hildesheim, das war der Hans Wildeführ, der sich für diese Wappenverleihung beim Kaiser eingesetzt hat. Darin sehe ich auch einen weiteren Schritt,
gegen die Interessen der Hildesheimer Bischöfe der Karl V. gesetzt. Sie wissen, der Karl V. war ein Vertreter des Katholizismus und hatte die Protestanten und die Lutheraner überhaupt nicht gern und hat auch bis zum Krieg heftig gegen sie agiert. Aber hier hat er sich gegen die Hildesheimer Bischöfe gewendet und nun kommt 1542 der Übertritt der Stadt Hildesheim zum Luthertum. Damit war die Sache überhaupt sozusagen gegessen. Nicht? Also das ist interessant im Rahmen, im Kontext einer Geschichte Karls V. und dem Hildesheimer Thema. Nun kehren wir aber zurück zu meiner Monographie. Die Geschichte Europas von außen ist nicht nur durch Interaktions- und Kommunikationsprozesse bestimmt, sondern durch die Eigenentwicklung der Regionen. Die Expansion ist nur ein Teil dessen, wenn auch in einer bis dahin nicht bekannten Intensität, jedenfalls im historischen Rückblick, denn ein großer Teil der Zeitgenossen hat diese Entwicklung gar nicht oder nur zu einem geringen Teil zur Kenntnis genommen oder nehmen können. Es waren im Grunde nur die Eliten und auch nicht die alle. Aber die Folgewirkungen der expansiven Geschichte Europas sind unbestritten. Deshalb sprechen die Historiker und Historikerinnen heute von Proto-Globalisierung oder erster Globalisierung. Aus diesen Gründen bin ich jedes Mal verwundert, wenn versucht wird, Christoph Kolumbus zu relativieren und zu meinen, Amerika sei schon vor ihm bekannt gewesen. Ja, die Wikinger, die waren kurz in Neufundland, dann sind die gescheitert. Aber die Karibik ist schon ein bisschen was anderes als Neufundland. Nicht? Das kann man nicht so vergleichen. Eines sollte man stets bedenken, das Wesentliche für die Europäer war die Suche nach den Reichtümern des damals armen Europa. Was hatte denn Europa zu bieten? Ein paar Wollstoffe und ein paar Glasperlen oder wie auch immer. Reichtümer bedeutete Gewürze, Seide, Gold, vielleicht auch schon Tee, obwohl da gar nicht so sehr die Rolle spielt. Und diese Produkte fanden sich vor der Entdeckung Amerikas in Asien und Afrika, vor allem in Asien. Daher bewegten sich die Flotten der Europäer, vor allem der Portugiesen anfangs, fast überall dorthin. Umgekehrt ist zu fragen, ob etwa die Chinesen den Atlantik oder Amerika kannten, kennen wollten, deswegen die Ozeane durchquerten und noch dazu vor Kolumbus, wo doch die Reichtümer im Lande selbst oder vor der Haustüre lagen. Vor der Haustüre heißt, um von China nach Indonesien zu kommen, zu den Gewürzinseln und Tidore und Ternate, ist ein kurzer Weg, sind vielleicht 1500 Kilometer. Die Portugiesen hatten ja tausende Kilometer zurückzulegen. Es gibt eine Sache, die von der chinesischen Geschichtswissenschaft, auch vom kommunistischen China immer forciert wird, ist der Cheng Ho oder Cheng He. Das ist ein begabter Kapitän, wie Kolumbus, der viermal mit großen Flotten in den Indischen Ozean fährt. Das ist ein Muslim, den man nicht unabsichtlicherweise ausgesucht hat, der eben die Sprachen konnte. Man kommt bis Ostafrika, dort gibt es auch die eine chinesische Kolonie, aber der chinesische Kaiser hat diese Fahrten aufgegeben. Das hängt mit der Ming-Dynastie zusammen, die vor allem die Mongolen abwehren wollten. Die Hauptstadt Chinas wird von Nanjing nach Beijing verlegt, um gegen die Mongolen da zu kämpfen, die abzuhalten, China zu erobern. China ist eine Landmacht und auch keine Seemacht. Und wie gesagt, die Reichtümer, die man braucht, liegen vor der Hand. Also vor der Küste. Nun, auf welchen Ertrag kann nun eine vergleichende Perspektive zwischen Europa, Asien, Afrika und Amerika verweisen? Entscheidend ist vor allem, würden Sie jetzt sagen, was als Tertium Comparationis zu betrachten ist und wovon es abgeleitet ist. Ist es etwa der Begriff der Moderne, der zum Vergleich taugt, im europäisch-westlichen Sinn? Naja, John Darwin hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass es allgemein üblich sei, von der Moderne zu sprechen. Das kennen Sie ja auch alle. Die Veränderungen, durch die sie entstand, als Modernisierung zu bezeichnen, und das Erreichen von Modernität als den wichtigsten Wandel in der Geschichte eines Staates oder Gemeinwesens zu behandeln. Deshalb sei das Phänomen der Modernisierung eng mit der europäischen Expansion verknüpft. Das klingt sehr nach europäischer Entwicklung, die sich am Nationalstaat und dessen Bürokratie
an der Gesetzgebung etc. orientiert, in ökonomischer Hinsicht an Industrialisierung und Kapitalismus oder Frühkapitalismus im 16. Jahrhundert, an Wirtschaftswachstum und den Schutz der individuellen Besitzrechte in Betracht zieht, in kultureller Hinsicht die Trennung von Religion und Staat, die Alphabetisierung und gemeinsame Identität, Herkunft, Nation und Sprache betrifft. Gewiss ist dieser Begriff der Moderne sehr wichtig, man kann ihn auch umfassend und weltweit zu betrachten, ist aber immer zu überprüfen, was das für die einzelne Region, den Kontinent bedeutet. Da kommen wir doch zu Differenz. Etwas anderes, was mir sehr wichtig scheint, werden Sie jetzt vielleicht fragen, ich halte einen radikalen globalgeschichtlichen Relativismus im Übrigen für illusorisch, zumal es wohl prinzipiell schwierig sein dürfte, seine eigene Identität und Standpunkte der Darstellung je nach Bedarf der Notwendigkeit zu wechseln. Einmal Europäer, einmal Chinese und so weiter. Das geht schon, Europa ist so vielschichtig, das wird man nicht schaffen. Ich bin aber für etwas, was einer der wichtigsten Globalisierungshistoriker Jürgen Osterhammel für seinen Ansatz reklamiert hat, für eine Relativität von Sichtweisen. Das scheint mir wichtig. Und aus der gegenwärtigen Erfahrung mit der Globalisierung im 20. und 21. Jahrhundert betrachtet, stand das 16. Jahrhundert noch am Anfang dieser Entwicklung. Damals gab es noch nicht die gegenwärtigen Finanzmärkte. Darin besteht der grundlegende Unterschied, einer der grundlegenden Unterschiede. Die Präsenz Europas in der gesamten Welt war im 16. Jahrhundert keineswegs gegeben. Doch lief seit damals die Inbesitznahme europäischer Gebiete immer wieder nach dem gleichen Muster ab. Man kommt irgendwo hin, nimmt Land in Besitz, ob jetzt viele oder wenige Leute da sind, macht uns ein Zeichen, man hat einen Notar mit, der Kolumbus, und sagt, das Land gehört dem kastilischen König. Basta. Die Eingeborenen verstehen das zeremoniell überhaupt nicht. Und dann ist das halt so. Das geht bis in die Kolonialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Man hat da Zeichen, man hat da Kreuze aus Stein am besten in den Tropen, damit sie nicht gleich verwittert und so weiter. Aber im 16. Jahrhundert waren auf europäischer Seite die Sache noch von Neugierde, Optimismus geprägt und dahinter steht eine neue Welterfahrung, die es zu nützen und zu reflektieren gab. Nun, aus meiner Geschichte ergibt sich ein multilaterales Beziehungsfeld, das Ergebnis der erfolgreichen weiträumigen habsburgischen Heiratspolitik, um es nochmal kurz zu Karl V., die Machtbasis des Universalreiches bzw. Weltreiches von Kaiser Karl V. Und Sie müssen eines bedenken, was oft, gar nicht so oft ausgesprochen wird, das ist das erste europäische Weltreich. Das erste, ob jetzt die Sonne untergeht oder nicht, bin mir nicht sicher, ob die nicht doch untergegangen ist. Das ist das Bonmot, was man meist weiß, auch wenn man von Karl V. dann viel weniger weiß. Aber Karl V. ist gescheitert an der europäischen Entwicklung des einzelstaatlichen Pluralismus oder Protonationalismus, verkörpert beispielsweise in der Allianz protestantischer, auch altgläubiger Reichsfürsten mit den französischen Königen, den Gegnern der habsburgischen Politik. Und nicht zu unterschätzen sind hingegen die Tatsache, dass im Zuge der spanischen und portugiesischen Herrschaft in Amerika das von europäischen Mächten beherrschte Handelsnetz erweitert. Und eines kommt hier dazu, und da sind wir wieder beim globalen Aspekt, es ist die Verfügbarkeit über das amerikanische Silber, das nicht nur für die Kriege, die man in Europa geführt hat, wichtig waren, für die Entwicklung des Hofes und der Prachtentfaltung, sondern diese Verfügbarkeit über amerikanische Silber erleichterte oder ermöglichte den Zugang zu den asiatischen Märkten. Man konnte dort nur mit Silber zahlen, für sehr wertvoll. Und da sind wir also bei einem globalen Aspekt. Von ungleich größerem Erfolg war, also wichtig ist in Asien auch, die neue europäische exportierte Technologie der Feuerwaffen. Es ist Japan am Ende des 16. Jahrhunderts der größte Produzent an Feuerwaffen, abgesehen von den Kanonen, die Portugiesen haben ihnen das nicht gezeigt, wie das geht, aber die Feuerwaffen.
Und Japan ist damals ein Land tief zerstritten, einen schwachen Tenno, und die einzelnen Fürsten benutzen die Feuerwaffen, und auch anderes lässt sich aus dieser Entwicklung der inneren Wirren in Japan erklären. Nun, ein anderer Aspekt. Die Reiche Asiens waren durch ein weit gespanntes Handelsnetz verbunden, in das Portugal am Ende des 15. Jahrhunderts, als es in Indien, in Vorderindien landete, als es eintrat als maritime Macht, ohne es jedoch zu seinen Gunsten monopolisieren zu können. Dazu waren seine Kräfte zu schwach. Die paar Schiffe, die da aus Portugal kamen, tausende Kilometer von Lissabon entfernt, haben es nicht geschafft, sondern wir haben in Asien Großreiche, gut organisierte Großreiche, militärisch auch effiziente Großreiche. Da gehört also zunächst einmal das Osmanische Reich dazu, das ist auch ein asiatisches Reich, das persische Safavidenreich. Da haben sie übrigens den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, was bis heute eine Rolle spielt, wie Sie wissen. Und das indische Mogulreich, muslimisch, weiters Thailand, China, Japan und die Handelsmetropole und Gewürzinsel im malaiischen Archipel. Wichtig war, dass die Portugiesen Malakka erobert haben. Und diese Gewürzinseln, diese berühmten, die sind relativ kleine Inseln, Ternate und Tidore. Sie müssen das nur mal auf der Karte nachvollziehen. Da wollten die Europäer leben und die Nelken, den Ingwer und so weiter kaufen. Die Reiche, wie gut die Reiche organisiert waren und bürokratisch sieht man und schnell die Zentrale zu Hilfe rufen konnten, sieht man an einem Versuch der Portugiesen in der Nähe von Macau auf dem chinesischen Festland Fuß zu fassen, da alles so wie üblich in Besitz zu nehmen, wurde sofort nach Peking gemeldet und die Portugiesen sind hinausgeworfen worden und hatten dann 30, 40 Jahre Mühe, in Macau oder Macau, wie das früher heißt, für sich eine Insel so bei Hongkong zu sichern und zu befestigen und auf die Weise Handel mit China zu betreiben. Die Politik Chinas und Japans schwankte zwischen Öffnung und Abschließung. Damit erhöhte sich für die europäischen Staaten wie Portugal und später die Niederlande die Ungewissheit, auch wenn gerade im Fall Japans die Europäer die jahrzehntelangen inneren Herrschaftskonflikte, wie schon angedeutet, nützen konnten. Daraus erklären sich übrigens auch die großen Missionserfolge in Japan. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, es gab dort, so wie in Indien, etwa 150.000 Christen. Es gab eine sehr erfolgreiche Jesuitenmission, die dann auch nach Europa zurückgemeldet wurde. Es gibt eine große Gesandtschaft aus Japan. Ich dachte, ach, das ist die früheste Gesandtschaft Japans nach Europa. Die fuhren 4 Jahre rum. Das waren Jesuitenzöglinge. Also die hatten schon so Geschenke mit wie Gesandte. Ich war dann tief enttäuscht, aber auch das ist was. Man kann dann zeigen, dass das herumgereicht wurde im katholischen Europa und dem Protestanten gesagt, schaut, was wir machen, wir kümmern uns ja überhaupt nicht um die Welt. Wir haben eine große Missionserfolge in Japan. Nun, ich komme jetzt auf einen Aspekt. Ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten, aber so lange brauche ich auch nicht mehr. Afrika. Das scheint mir doch ganz wichtig, weil man da vielleicht weniger weiß. Afrika war ein stark auf sich bezogener Kontinent. Man kennt es eher auf den von wenigen transkontinentalen Beziehungen gekennzeichnet. Den Europäern eigentlich ziemlich unbekannt, außer den Küsten. Sklaven wurden dort rekrutiert, seit dem 15. Portugal in Westafrika und Kongo, Kongo-Küste. Und über Afrika wusste man wenig. Nun gab es, was die Bereicherung der Kenntnis Afrikas anbelangt, einen Glücks- oder Unglücksfall. Kann es beides so oder so nennen. Es geht um Al-Wassan, heißt Arabisch, bekannt unter dem Namen Leo Africanus, benannt nach Papst Leo X. und Piraterie im Mittelmeer. Der war also marokkanischer Diplomat. Und seine Tätigkeit als Diplomat endete abrupt, als das Schiff, das ihn im Sommer 1518 von Kairo nach Marokko zurückbringen sollte, von christlichen Piraten, die gab es im Mittelmeer auch, nicht nur die muslimischen, die arabischen Piraten, gekapert wurde und in Gefangenschaft genommen wurde. Es war vielleicht bei der Insel Djerba in Tunesien, das weiß man nicht so genau. Jedenfalls haben die Europäer da beobachtet, die Piraten, wer da von Kairo nach Westen fährt.
Und man hat sehr bald erkannt, es waren spanische Korsaren oder Piraten. Das ist ein hochinteressanter, gebildeter Mann, ein Diplomat. Mit dem müssen wir was machen. Es hatte einer der Kapitän des Kaperschiffes eine Beziehung zu Rom, zu einem seiner Verwandten, der Kardinal war, hat den Al-Wasser nach Rom gebracht. Man hat seine klassische Bildung gesehen, sein sprachliches Talent im Umgang mit den orientalischen Sprachen und in ihm einen Übersetzer, einen Experten der muslimischen Welt erkannt, den man in Rom und anderswo in Europa auch kennen brauchte. Die Voraussetzungen für eine seiner Fähigkeiten und Kompetenzen angemessene Position war jedoch die Taufe. Die hat Papst Leo X. persönlich vorgenommen, es war so eine prominente Taufe, 1520 im Beisein von drei Taufpaten. Der hatte lauter Kardinäle als Taufpaten, die sich auch um ihn gekümmert haben. Und das hat ihn gerettet, versklavt zu werden. Und er hat dann Übersetzungsarbeiten geliefert und vor allem eine Kosmographie Afrikas ausgearbeitet. Das ist im Grunde die einzige moderne, rezente Quelle, was die afrikanische Geschichte im 16. Jahrhundert anlangt. Und dieses Werk von Leo Africanus ist 1563 bei dem prominenten venezianischen Verleger Giovanni Battista Ramusio verlegt worden, venezianisch-italienischer Sprache veröffentlicht worden. Worin bestand nun das eigentümliche und interessante die Geografie Afrikas von Leo Africanus, die zum größten Teil nicht in voll und ganz auf Autopsie beruht? Der Autor bietet instruktive Einblicke in das arabisch geprägte Afrika, wo die Araber auch seit dem frühen Mittelalter Sklaven rekrutiert haben. Und er selbst bekannte das von Schwarzen bewohnte Westafrika, neben natürlich den arabischen Herrschaften in Fes, Tunis, Libyen und Ägypten. Und sein Werk war sehr aktuell. Man wusste in Europa eigentlich nur durch Plinius den Älteren, seine Naturalis Historia, das war ja uralt, antik, wie das in Afrika sein könnte. Und Leo Africanus hat also noch die Tier- und Pflanzenwelt erörtert, die einzelnen Reiche beschrieben. Und da gibt es, und hat auch manche Geschichte erzählt, eine möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, hat gesagt, der Maus, Mus, offensichtlich die Banane, es hat mit der Maus nichts zu tun, ist eine köstliche und süße Frucht von der Größe kleiner Gurken. Die islamischen Gelehrten sagen, dies sei die Frucht, der Genuss Gott Adam und Eva verboten habe. Also nicht der Apfel. Das ist eine ganz andere Sichtweise und das ist ganz interessant. Das Bild der Schwarzen ist ein sehr positives, wie andere schon arabische Reisende hat aber schon bemerkt, dass die afrikanischen, die schwarzen Frauen zu wenig anhaben, oben und anderswo, und hat gesagt, naja, der Mohammed hätte das vielleicht anders gesehen, aber das ist halt so in Afrika. Wenn Sie bedenken, was in Timbuktu sich vor einigen Jahren abgespielt hat, gibt auch einen Film darüber, da können Sie also den Kontrast sehen, was sich da in der letzten Zeit bekannt getan hat, auch weltbekannte Mausoleen zerstört wurden, die Bibliothek aufgrund einer Initiative dort gerettet wurde und jetzt restauriert wird und so weiter. Nun kurz zu Amerika, bevor ich dann auch schon bald zum Schluss komme. Amerika, das wissen Sie auch, wurde zum Kolonisation und Siedlungsgebiet verschiedener europäischer Staaten, zunächst Spaniens und Portugal. Am Phänomen der Conquista der Spanischen wird der Unterschied zu Präsenz und Macht- und Herrschaftsentfaltung der Europäer in Asien überaus deutlicher, wo die europäische Mission auf das Wohlwollen und die Bereitschaft der angestammten Herrschaftsträger angewiesen war. Anders in Spanisch-Amerika, wo Mission und militärische Durchdringung sowie die Sicherung der spanischen Herrschaft eng verknüpft waren, beziehungsweise die Mission auf die Unterstützung durch das Militär angewiesen. So waren am Ende des 16. Jahrhunderts drei höchst verschiedene Herrschafts- und Einflussgebiete Europas gegeben, Mittel- und Südamerika mit Siedlungsgebieten und Förderzonen des Silbers, Afrika als Sklavenrekrutierungsgebiet und Asien als attraktives Handelsziel mit äußerst langen Anfahrtswegen über den Atlantik, den Indischen Ozean, aber auch über den Pazifik.
in den beiden letzteren Fällen noch erschwert durch komplexe Wind- und Wettersysteme. Die musste man erst erkundigen. Die Kapitäne mussten erst erkundigen, zum Beispiel das Westwindband im Pazifik, das nördliche, um etwa von Manila, das ja auch seit 1570 und schon früher zu Spanien gehörte, und Acapulco in Mexiko zurückfahren zu können. Diese riesige Strecke, die konnte man von Acapulco leicht nach Manila fahren, aber wie kam man zurück? Das haben spanische Seefahrer erst in den 1540er Jahren entdeckt und damit war sozusagen der Kreis geschlossen, auch weltweit. Da war also wieder so eine Etappe sozusagen der Globalisierung, wenn Sie so wollen. Lässt man die innereuropäische Perspektive hinter sich und stellt man die Frage nach einer neuen Welterfahrung bzw. einem neuen Erscheinungsbild der Europäer in Amerika, Afrika und Asien, so ergibt sich folgender Befund. Für die beiden nach außen abgeschlossenen Kontinente Amerika und Afrika war das Auftauchen von Europäern als Seefahrer, Konquistadoren und Sklavenkäufer bzw. Sklavenhändler absolut neu. Das hatte es bis dahin nicht gegeben. Die Unsicherheit im Aztekenreich, wer da kommt, mit Cortés und im Inka-Reich mit den Brüdern Pizarro, die Einschätzung der Europäer, da war man völlig hilflos. Da hat man also die Priester befragt, was die dazu sagen, und im Grunde war man da auch ein bisschen hilflos. Vor allem hat man unterschätzt die Aggressivität und Hinterhältigkeit der Konquistadoren. Und da sieht man, die Erfahrung, sowohl in Mittel- als auch in Südamerika, war absolut neu. Also es genügt nicht zu sagen, wie das 1992 im Zug des Kolumbus-Jubiläums auch von Intellektuellen in Mexiko gesagt wurde, wir waren schon da, die Europäer haben uns gar nicht entdeckt. Nicht? Da gab es auch dann so. Und das sind die Leute, die das gesagt haben, die Eliten Mexikos waren selbst spanischer Herkunft. Man kann ja rein in die nicht. Also diese Dinge, wenn Sie die wohl lesen, die können Sie vergessen. Die Sache ist komplizierter. In Asien hingegen waren die Erfahrungen mit den Europäern anders gelagert, wie schon angedeutet. Auch hier unterschätzte man die Aggressivität der Europäer im Zuge der letztlich nicht gelungenen portugiesischen Versuche einer Monopolisierung des Handels im Indischen Ozean und Malaiischen Archipel. Aber Portugal musste sich im Gegensatz zu Amerika und Afrika einordnen in das Handelssystem, das in Asien üblich war. Das hieß Emporienhandel, das heißt, die Portugiesen konnten den Handel nicht monopolisieren, sondern mussten sich einordnen in die Häfen, wo der Emporienhandel vor sich ging. Das heißt, dort hatte man ein Lager zur Verfügung, neben den Chinesen und anderen, und konnte nur parallel dazu, ohne den Handel zu monopolisieren, Handel treiben. Ich komme jetzt abschließend zu einem Punkt, der doch wesentlich ist und der ist also auch keine einseitige Europäisierung, europäische Stammung ist. Das ist die Eigenart und Eigenleistung Europas im Zuge dieses ersten Globalisierungsschubs. Dazu gehört die Kompetenz der Europäer, im Zuge ihrer Expansion nicht nur neue Kontinente, Regionen und Länder zu entdecken, sondern diese neuen Erfahrungen, das ist jetzt ganz wichtig, geografisch, kartografisch umzusetzen, um zu systematisieren. Reiseberichte werden geschrieben, Karten werden gemacht. Es gibt die Praktiker, das sind die Seefahrer, und die Theoretiker, das sind die sitzen im Land, im Kontinent. So ein Beispiel, ein frühes Beispiel ist der Wartimalzi Müller mit seinem Kompagnon Ringmann in Lothringen und Saint-Dié, der den Namen Amerika erfunden hat auf seiner Welt. Von dem er dann wieder Abstand genommen hat, gesagt, na, jetzt sagt er wieder Neue Welt. Amerika, benannt nach wem? Nach Amerigo Vespucci, der einen Reisebericht geschrieben hat, der viel interessanter war als das, was Kolumbus, der hat das sein Tagebuch nicht veröffentlicht, geschrieben hat. Das war in Südamerika diese Viehweiberei, die nackten Frauen. Es gab auch andere weniger schöne Fälle, das hat den Europäern sehr getaugt. Die Männer, die mit Kolumbus gefahren sind, haben sich im Paradies gefühlt in der Karibik, so ähnlich ist das. Das war ein durchreißender Erfolg. Und Walzi Müller hat gesagt, naja, es gibt Europa, Afrika, jetzt machen wir Amerika, nach Amerika Vespucci.
Das liegt auch so von der Phonetik her so, das kann man mit Sicherheit merken. Und dieses einzig erhaltene Exemplar dieser Karte, angeblich sind 1000 gedruckt worden, das ist ein Holzschnitt. Ich weiß nicht, wer auf die Zahl 1000 gekommen ist. Das einzige Exemplar, das in Süddeutschland war, ist verkauft worden. Und der Kanzler Schröder, der hat das Ausfuhrverbot aufgehoben. Die Kanzlerin Merkel hat das dann in Washington eröffnet, an die USA um etwa 10 Millionen US-Dollar. Und jetzt können die Amerikaner, die US-Amerikaner, das dort anschauen. Nur steht der Name Amerika nicht dort, wo heute die USA sind, sondern in Südamerika. So bei, wo ist das, Venezuela und so, ne? Da steht es. Das ist ja auch kurios. Wie auch immer, also wie man so eine Karte verkaufen kann, naja, der Besitzer brauchte Geld und hat die Politiker so weit gebracht, dass das einzige Exemplar, die Karte, wo dann erst einmal 1507 der Name Amerika auftaucht. Das ist schon allerhand. Aber ich dämpfe meine Emotionen schon wieder und gehe jetzt zu einem letzten Aspekt. In den Jahrzehnten nach Walzenmüller erfolgte eine Erneuerung der Kartografie und Geografie in Westeuropa, und zwar in den Niederlanden. Dort, wo man also die Kenntnis der Seefahrer hatte. Es wird Ihnen Gerhard Mercator bekannt sein, der allerdings in Duisburg gewirkt hat, aber auch Beziehungen zu den Niederlanden hatte. Und Abraham Ortelius, zwei Geografen, die eng zusammengearbeitet hatten. Und 1570 zur gleichen Zeit, da gibt es große inhaltliche Abhängigkeiten, Sie haben das oben hier, das ist die Ortelius-Karte. Von der Projektion her sind die verschieden. Sie wissen, die Mercator, okay, das ist eine Zylinderprojektion, da kann man als Seefahrer leicht damit navigieren, weil die Längengrade nicht gekrümmt sind. Und die haben den Atlas erfunden. Das finde ich jetzt nun sehr wichtig, benannt nach dem Atlas. Und ich will Sie jetzt da mit den einzelnen Fragen nicht belästigen. Was ist ein Atlas? Ist ein Kompendium systematisch angeordneter weltweiter Karten, Generalkarten, Spezialkarten, die dokumentieren die Verfügbarkeit des Wissens über die Welt. Und sowas ist nur in Europa zustande gekommen. Ich kenne keine chinesischen Karten. Es gibt zwar auch Seekarten. Die chinesischen Kartografen sind auf China fixiert. Das ist der Sinozentrismus. Und die haben eine Militärkartografie, so fängt es in China an, viele Jahrhunderte vor Walzenmüller, um da die Kriegführung zu unterstützen und so weiter. Ich kenne das nur aus der europäischen Perspektive. Und dann muss man auch bedenken, die Rolle der Bilder, damals Holzschnitte und Kupferstiche, in denen die Kenntnisse der außereuropäischen Kontinente festgehalten worden sind. Diese Entwicklung, das also ins Bild umzusetzen und den Buchdruck zur Verfügung zu haben, das ist auch der Hintergrund, das muss man sehen etwa ebenso bei der späteren Entwicklung der Fotografie seit 1839. Da wurden sofort außereuropäische Regionen in Afrika fotografiert und dokumentiert. Da gibt es sehr alte Aufnahmen. Und das ist das Interessante, das Bild, das man nun zur Verfügung hat. Man kann das drucken, sowie den Text und die Fülle des Wissens. Es ist allerdings, wenn Sie jetzt mich fragen, auch von meiner Dissertation her, gar nicht so einfach, wie nun das Wissen aus den Reisenberichten sich in die Kartografie vermittelt. Wie das immer nur mit das Bild. Also man sucht als Historiker immer, von wo hat er das, der Kartograf? Das kann man dann schwer nachweisen. Was hat er sich dabei gedacht oder wie hat er das gemacht? Das ist ein interessantes Gebiet, wo noch viel geforscht werden sollte. Sie sehen, das Desinteresse in Afrika, das es bis heute gibt. Wenn in Afrika etwas passiert, ist es zwei Tage in den Medien, dann ist es wieder weg. Das gilt auch für andere Phänomene, aber für Afrika speziell. Und das andere, was mich auch sozusagen immer beruhigt hat, in Anbetracht der vielen Grausamkeiten, Unmenschlichkeiten der Spanier in Amerika, dass es doch zeitweise eine Reflexion gab. Es gibt zum Beispiel eine Predigt in Santo Domingo 1508, wenn ich nicht irre, am dritten Adventssonntag, das ist der Laudate, glaube ich, ne? Eines Dominikaners,
an die Konquistadoren und er sagt ihnen, ihr seid die größten Schweine, was ihr mit den Indios macht, ist Unrecht. Ihr werdet nicht in den Himmel kommen, das war immer das wichtigste Argument damals. Beeindruckt uns heute weniger, würde ich behaupten. Und das gehört eigentlich verfolgt. Das ist Montesinos, Las Casas, der in Spanien bis heute so etwas dubios gilt. Mein Gott, der hat uns Geschichten erzählt, das stimmt ja gar nicht, dass die karibische Urbevölkerung, die Arawaks, wie sie alle heißen, ausgerottet wurde. Ob das ein Genozid ist, ist eine andere Frage. Da haben auch Krankheiten eine Rolle gespielt in dem Zusammenhang. Es gibt eine Reflexion von Theologen, von Juristen, Schule von Salamanca, Las Casas als frühester. Und man muss hier noch eines bedenken, es gab dann böse Dinge über Spanien, die Leyenda Negra, die schwarze Legende, über deren Entstehung jetzt auch viel zu sagen wäre, das ist sozusagen die Neidgenossenschaft gegenüber einer Weltmacht, der spanischen, auch der portugiesischen. Das ist so, wie wenn man heute immer sagt, na, typisch für die USA und so weiter, nicht? Und das verurteilt, wo man das auch sehr differenziert sehen muss. Ich denke, dass das Ihnen etwas zeigen konnte, wie wichtig diese neue Perspektive geschichtswissenschaftliche ist, die allerdings von den Geschichtswissenschaften viel mehr gepflegt werden sollte, sollten viel mehr Historikerinnen reingehen. Es gibt natürlich prominente Spezialisten, die ich Ihnen gezeigt habe. Und man sollte in Anbetracht der vielleicht doch sich veränderten Bedeutung Europas sich sagen, je mehr man über Außereuropa weiß, desto besser. In Anbetracht der heutigen Weltsituation, die täglich von oft schrecklichen Nachrichten aus der ganzen Welt geprägt sind, kann sich wohl niemand dieser Herausforderung verschließen, vor allem die Historiker und Historikerinnen nicht, sondern sind dazu angehalten, tagtäglich Neues zu lernen. Vielen Dank für Ihre geduldige Aufmerksamkeit. Ausführungen. Das war ja nicht nur ein großer Bogen, es waren mehrere größere Bögen. Sie haben begonnen mit den Karten und gesagt, dass die Karten keine Abbildung der Realität sind, sondern Konstrukte der Welt. Und Sie haben am Ende mit den Karten geschlossen Ihren Vortrag und die quellenkritische Frage aufgeworfen, woher kommen eigentlich die Informationen, die für jene Person offensichtlich wegweisend waren, richtungsweisend waren, entsprechende Karten zu entwerfen. Sie haben die Hildesheimer Stiftsfehde, mikrohistorisch, wenn man so will, eingebracht und kontextualisiert mit Blick auf die Rolle des damals noch jungen Karl, des Karls V. und auf diese Stiftsfehde verwiesen und dann wieder die großen Blicke auf andere Kontinente zu werfen, Asien, Afrika, Amerika und am Ende muss man sich ja fragen, ist das nicht im Grunde eine radikale, wenn Sie auch den radikalen Globalisierungsrelativismus nicht so gutieren, aber eine radikale Abkehr vom Eurozentrismus, das scheint mir ein Ergebnis Ihres Vortrages zu sein und damit eröffne ich jetzt auch die Diskussion und harre der Dinge, erhobene Hände, Fingerzeige, Fragen an Alfred Kohl. Stoff gibt es genug, da kann ich Sie beruhigen. Ich habe eine Frage. Sekunde, Sie müssen. Sklavenhandel. Wir erwähnten, dass die Araber schon sehr früh daran beteiligt waren. Wer brachte eigentlich die afrikanischen Sklaven an die guineische Küste? Waren das Europäer oder waren das Afrikaner oder waren das Araber? Ja, ich kann das erklären. Nein, das war das sicher einheimische Häuptlinge, afrikanische, die also vom Sklavenhandel gut lebten. Es gab allerdings den Kongo-Herrscher, der in den 1490er Jahren, das war ein Missionsprojekt der Portugiesen, gesagt hat, also Missionierung und Sklavenhandel, das geht nicht.
Und die Portugiesen hatten da keine Chance mehr. Und offenbar, also der arabische Sklavenhandel ist ja viel intensiver, wenn man sich da die Zahlen ansieht. Zwischen 1492 und 1820 wurden 8 Millionen Sklaven in die Karibik und nach Brasilien gebracht. 2 Millionen Europäer und die arabischen Sklaven, das geht seit frühem Mittelalter, sind weitaus mehr. Also offenbar hatten die Sklavenhändler, die afrikanischen, oder sahen in den Portugiesen so bessere Abnehmer, was Neues, was Effizienteres, die haben mehr gezahlt, aber das Phänomen des Sklavenhandels und des Sklaven, das ist also höchst komplex. Ich könnte in meinem Buch so, ist eines der nächsten Kapitel, das nachlesen, weil das ein Phänomen ist, das uns bis heute in anderer Form auch begleitet. Das ist ja nicht zu Ende. Man braucht nicht immer an Onkel Toms Hütte zu denken, nicht? Das ist ja heute nicht mehr der Fall seit dem 19. Jahrhundert, aber sie haben in Kuba sehr lange die Sklaverei. Brasilien war, glaube ich, das längste Land, wo die Sklaverei gegeben war. Also das hängt sehr stark, glaube ich, mit den Portugiesen zusammen. Und wird dann zu einer Konstante dieses Dreieckshandels. Die offizielle Erklärung zur Abschaffung der Sklaverei erfolgte, wenn ich recht orientiert bin, erst im Kontext des Wiener Kongresses, also 1815, und gilt noch lange nicht für beendet. Die Europäer erklären das, aber es gibt natürlich weitere Formen, muss man die Leibeigenschaft denken. Russland erst Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts formell als aufgehoben erklärt wird. Weitere Fragen in unseren Referenten? Kann aufstehen. Ich muss das Mikrofon bringen und dann können Sie sprechen. Eine Sekunde, dadurch haben Sie noch mehr Zeit, das formvollendet auszuformulieren. Ein Schnitt, Herr Becker, bitte. Ja, Sie sprachen in Asien, vor allem in Indien, von muslimischen Einflüssen. Das hat mich doch sehr überrascht. Wie kam das denn? Also diese muslimische Einflüsse in Asien. Das ist mir jetzt... Naja, es gibt ein großes... Sie wissen ja, die Europäer haben immer so die Großreiche im Blick gehabt. Das gilt dafür das Herzegenreich auch. Das ist sehr anfechtbar, aber in Indien hat es in der Tat gegeben. Es gibt ein hinduistisches Vijayanagara-Reich im Süden Indiens. Und es gibt das Mogulreich, das wird sozusagen immer gespeist von Afghanistan. Und da spielt auch die Pferdezucht eine Rolle. Da gibt es Akbar den Großen, ein ganz bedeutender muslimischer Fürst, der also ein sehr freundschaftliches, natürlich nicht auf Interessen geleitetes Verhältnis zu hinduistischen Eliten hatte und Religionsgespräche veranstaltet hat. Das ist der bedeutendste Mogulfürst. Und das Mogulreich ist ja das, was weiterhin besteht, das Vijayanagara-Reich geht also verloren. Und die haben auch Handel betrieben. Das spielt in Indien, wenn Sie also Delhi denken und das große Monument spielt eine Rolle. Das ist also unbestritten. Ja. Wenn ich derzeit keine Fragen aus dem Auditorium vernehme, würde ich gerne eine zu Karl den Fünften stellen. Sie sind ja wirklich der besten Kenner dessen Biografie und seiner Politik. Und Sie haben gesagt, im Zusammenhang mit dem Scheitern seiner Universalmonarchie-Konzeption, er sei am einzelstaatlichen Pluralismus, also auch am einzelstaatlichen Pluralismus gescheitert. Nun war das Heilige Römische Reich der Prototyp des einzelstaatlichen Pluralismus. Kann man sagen, dass er am Heiligen Römischen Reich gescheitert ist? Ja, wenn man also die Religionsfrage dazu nimmt, die Lutherfrage, dass er die Konkordia nicht herstellen konnte, trotz verschiedener Versuche, siehe Reichstag 1530, Confessio Augustana, er hat dieses Bekenntnis ja mit seiner Confutatio verurteilt, er hat es Vogt der alten Kirche gesprochen, somit die Reichsstände zugestanden, da war die Sache sozusagen gegessen. Aber es ist natürlich wirklich... Es ist in der Tat der Widerstand Frankreichs, das ist der größte Gegner Karls des Fünften, französischen Könige Franz I. und Heinrich II. Und die Koalition lutherischer Fürsten mit den französischen Königen, die
stockkatholisch waren. So ist das nicht. Die haben aus politischen Gründen der Staatsräson des Bündnis mit den Protestanten gemacht. Das hat aber im Schmalkaldischen Krieg nicht funktioniert. Da kam das Geld zu spät, das ging über die Schweiz. Und die schmalkaldischen Fürsten konnten dann ihre Truppen nicht bezahlen. Also so toll war diese Kooperation nicht. Aber er ist schon, auch aus religiösen, politischen Gründen, gescheitert an der Religionsfrage. Nicht? Er war ein Verfechter der Einheit der Kirche, der Akzeptanz der Institution des Papsttums, obwohl einzelne Päpste überhaupt nicht gemocht haben, weil die pro-französisch waren. Nicht? Da gibt es so das Pomot der Malle, die französische Krankheit. Das können Sie deuten, wie Sie wollen, es gibt sicher zwei Deutungsmöglichkeiten. Nicht? Die sind alt, die sind pro-französisch und die haben eine Geschlechtskrankheit, die Sie jetzt ausdenken können. Nicht? Also er war mit Einzelvertretern nicht einverstanden. Er hatte die Institution des Papsttums geschützt. Zuge des Sacco di Roma, Sie wissen, diese große Plünderung der Stadt Roms 1527, gab es Leute, die gesagt haben, jetzt können wir das Papsttum abschaffen, aber Karl V. hat es nicht gemacht. Ich glaube, er scheitert an dieser, das gehört zur Universalität, die Religionsfrage, und er scheitert an den protestantischen Fürsten und am französischen König, auch am englischen König schließlich. Nicht? Also Philipp II. Und seine Ehe mit der Maria, der Bloody Mary, der Blutegg, wie das in der englischen Geschichtstradition heißt, das ist auch gescheitert, die Öffnung einer dritten Dynastie, nicht? Karl V. hat immer Dynastien gedacht, und da ist es dann aus, und der Karl V. hat so genug von den Protestanten, dass er sich in eine urkatholische Gegend, in San Jerónimo de Juste, in der Einöde, wenn Sie da mal nach Spanien kommen, fahren Sie hin, da ist nur die Sierra hinter dem Kloster und dem kaiserlichen Palast. Da gibt es jetzt gute Straßen, aber stellen Sie sich mal vor, wie die Straßen im 16. Jahrhundert waren. Die Bediensteten waren etwas stinksauer, als der Kaiser noch immer Früchte und die Krabben da von der Küste holte und die dauernd angefahren sind mit den Karren. Da hat er sich zurückgezogen. Er wollte keine Ketzer mehr sehen in den Niederlanden. Nicht? Da gab es ja damals schon auch die Calvinisten und so weiter. Der wollte so in Spanien sterben, wie ein spanischer König stirbt, das ist eine andere Frage, dass die Inquisition auch hinter dem noch her ist. Wenn er stirbt oder wenn er gestorben ist, ist auch eine furchtbar peinliche Sache. Sie haben ja viel über neue Welterfahrung gesprochen. Ja. Was haben denn diese neuen Welterfahrungen eigentlich für Konsequenzen, dass man nun mehr weiß über andere Kontinente? Sie haben ja auch besonders mit den Europäern davon gesprochen, dass man deren Aggressivität unterschätzt hat im Vorgehen. Ja. Kann man aus dieser neuen Welterfahrungsgeschichte auch ableiten, Verhaltensmuster für die weitere Entwicklung der Handelsbeziehungen, vor allem mit der militärischen Expansion, die Sie auch angesprochen haben. Was haben diese Befunde der neuen Weltsichten, neuen Weltperspektiven eigentlich für Konsequenzen für die weitere Entwicklung? Sie haben von einem multilateralen Beziehungsgeflecht gesprochen. Da wäre auch interessant, wie ist es eigentlich dann zu gewichten? Und wir haben den Karl V. als diesen im ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts doch sehr wirkmächtigen Kaiser. Haben wir vergleichbare Figuren, Führungspersönlichkeiten, Herrscherpersönlichkeiten in anderen Kontinenten? Oder war das eher auch singulär mit Blick auf Europa und die spanische Welt? Ja, so viel war da nicht da. Nicht? Es gibt also in Asien, in Vorderasien oder im Orient, wie man auch sagen könnte, gibt es das Safawidenreich in Persien, das traditionell ein Feind des Osmanischen Reiches war, und man hat versucht, mit ihnen Beziehungen zu knüpfen. Das hat nicht funktioniert, das war auch weit weg. Und dann gab es nicht einen Angriff auf das Osmanische Reich von der anderen Seite her, dann entstand nicht die Perspektive des Zweifrontenkrieges. Es ist einfach so, wie weit das auf Europa und die Kriegführung zurückwirkt, ja, da bin ich mal nicht sicher. Das Wesentliche ist doch, dass Amerika sukzessive erobert wurde von den Spaniern, zum Teil auch Portugiesen, die allerdings diese große Weltreich auch nicht verteidigen konnten. Der Sir Francis Drake, ein gefürchteter englischer Pirat, ein Pirat, nicht irgendwer sonst, der hat ja schon gezeigt, dass das
spanische Kolonialrecht verwundbar ist. Ich glaube, das sind die, das ist das, was den Europäern zugewachsen ist und die sich allerdings dann wieder bekriegt haben im Atlantik. Der Atlantik wird zum europäischen Meer, im Übrigen bis zum 19. Jahrhundert. Die engen Beziehungen der USA und Kanadas zu Europa zeigen das bis fast in unsere Tage, wenn Sie so wollen. Das ist das größte Expansionsgebiet und, was viele auch gesagt haben, das ist das größte Missionsgebiet seit der Antike. Das größte, das ist nicht unrichtig. Das größte Missionsgebiet seit der Antike, das ist uns jetzt zugewachsen. Und bei Afrika, naja, da ist alles anders. Und bei Asien wird es dann auch wieder anders. Die japanische Kaiserreich wird dann wieder stärker und wirft dann die Jesuiten hinaus, bringt sie zum Teil um, verfolgt die Christen und schließt sich ab bis im Grunde, glaube ich, bis 1867, also Perry oder so in der Gegend dann der Amerikaner die Öffnung Japans herbeiführt. Aber auf die europäische Kriegführung, Militär, also die Rückwirkung. Naja, es gibt vielleicht eine, die spanischen Soldaten sind natürlich damals die besten Infanteriesoldaten. Also besser als die Schweizer Söldner, die sich ja schon zurückgezogen haben. Galten als Fußtruppe, als einer der besten Militärs. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, ein europäisches Spezifikum ist die Anfertigung von Spezialkarten. Das ist offensichtlich ein ordinär, typisch spezifisches europäisches Phänomen. Nun werden diese Karten ja nicht nur aus Lust und Liebe, neue Welterfahrung zu machen, festgehalten, sondern offensichtlich auch, um die Welt einzuteilen, um die Welt Zugriffen verfügbar zu machen, kann man hierin eben auch den großen Startschuss der europäischen Expansion sehen, anhand dieser Karten. Banal, trivial gefragt, warum werden diese Karten eigentlich angefertigt, Spezialkarten? Ja, na gut, der Ptolemäus hat es vorgegeben, indem man also aufgrund seiner Positionsangaben einzelne Karten machen konnte. Es gibt, das ist schon zu bedenken, die Geheimhaltungsstrategie der Kolonialmächte Spanien und Portugal, diese Karten nicht unter die Leute zu bringen und den Kapitänen aber aufzutragen, alles neu fleißig zu notieren und der Krone dem König mitzuteilen. Auf der anderen Seite ist genug Wissen kursiert in Europa, hat sich die Kartografie unheimlich entwickelt und war es dann doch möglich, nicht nur die alten ptolemäischen Karten wiederherzustellen, sondern das Neue zu notieren. Und wenn wir uns in den Niederlanden befinden, sind wir damals ja auch noch im spanischen habsburgischen Machtbereich. Und da gab es eben sehr tolle Kartografen, die das wussten, wie man das umsetzt, wie man das druckt, auch die Offizinen, die Drucker, Werkstätten hat es gegeben. Und die haben dann die Karten hergestellt und unter die europäischen Eliten gebracht. Das ist ja nicht mehr, also wie weit der einzelne einfache Zeitgenosse da wirklich was mitbekommen hat, ich bezweifle das sehr stark, wie sich die Welt verändert hat. Die Rezeption der europäischen Globalisierung und der Expansion, besser gesagt, das ist ja auch nicht hinreichend untersucht, würde ich sagen, ist ein ganz schwieriger Prozess. Und die an der Küste saßen, waren gescheiter als die mitten im Land saßen. Die vielleicht auch für jedes sein, ich weiß es nicht. Ja, das ist Faktum, also nichts gegen jedes sein, aber ich sage nicht. Also jedes seiner Küstenbewohner. Ja. Beziehungen zur Küste, ja. Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Fragen mehr und möchte noch erwähnen, dass zwei technische organisatorische Hinweise. Ein gebe ich, ein letzten Blick Dr. Abromeit. Im Rahmen der Europagespräche gibt es einen Sondertermin, der ist am kommenden Donnerstag, den 7. Mai um 18.15 Uhr in der Volksbank Hildesheim, den Austragungsort haben, wo uns ein Mann berichten wird, was der europäische Stabilitätsmechanismus ist. Das hat was mit Ihrer Geldbörse zu tun, mit dem Faktum, dass da noch Euro-Münzen oder Euro-Scheine drin sind und die einigermaßen als stabil gelten können. Er ist nämlich zuständig genau für dieses Szenario, Klaus Regling, kaum jemand bekannt, war mein Ministerialdirektor unter einem Mann namens Theo Weidel, der ist vielleicht eher bekannt. Und der wird uns berichten, was dahinter steckt und was wir für Erfahrungen aus
seinen Erfahrungen ableiten können, auch Welterfahrungen nebenbei bemerkt. Ich möchte aber nicht mit diesem Hinweis schließen, es kommt noch Herr Dr. Habermal, ohne zu danken, nämlich unserem Referenten, Kollegen Kohler, für die Ausführungen und für die Bereitschaft, mit uns zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Ja, als Frau Spaßer nur kurz der Hinweis, neben dem Dank an den Referenten, wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am nächsten Mittwoch, also Mittwoch in einer Woche, am 13. mit der Wiedergeburt des Nochner Amtshauses, nach den großen Welterfahrungen, jetzt mal wieder ein Hildesheimer Thema. Frau Dr. Kossoff, unsere Denkmalpflegerin, trägt dann hier vor, wenn Sie mögen, sind Sie wieder herzlich willkommen. Und wer mag, wir waren gerade bei den harten Euros, da vorne steht unsere kleine Spendenbüchse, da freuen wir uns natürlich auch über eine Zuwendung. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg und einen schönen Abend noch.